Moin Freunde, heute nenne ich euch 5 Gründe, wieso ihr euch kein iPhone kaufen sollt. Das trifft auf alle iPhone-Modelle zu, auch auf die neuen iPhone 12 Modelle. Aber bevor ihr loshatet, guckt euch das Video an, in dem ich 5 Gründe vorstelle, wieso ihr euch ein iPhone kaufen sollt. Ihr findet das Video in der Videobeschreibung oder oben rechts. Es ist wirklich schwierig zu sagen, ob ein Unternehmen gut oder schlecht ist, weil alle Unternehmen ihre Vor- und Nachteile haben. Deshalb habe ich die beiden Videos gemacht, denn am Ende könnt ihr euch entscheiden und eure eigene Meinung dazu bilden. Okay Freunde, bevor wir anfangen, lasst mir jetzt gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Kommen wir mal zu Punkt Nummer 5. Apple verbaut immer noch dieselbe dicke Notch seit 2017. Ihr müsst euch das mal vorstellen, seit mehr als 3 Jahren gibt es auf den iPhones dieselbe dicke Notch. Das ist echt traurig. Andere Unternehmen haben für sehr wenig Geld schon Handys, wo man die Frontkamera gar nicht mehr sieht. Es befindet sich nämlich unterm Display. Einer Review hat dazu ein Video gemacht, aber checkt es bitte am Ende ab. Guckt euch das Video noch zu Ende. Ich meine, wie innovationslos kann man denn bitte sein, dass man seit mehr als 3 Jahren immer noch dieselbe Notch benutzt? Stellt euch mal vor, das hätte Samsung gemacht. Was wäre dann passiert? Ich glaube, jeder wäre sehr enttäuscht. Aber bei Apple nehmen wir das einfach so an. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. 120 Hertz. Jeder, der ein Handy mit 120 Hertz benutzt hat, weiß, wie flüssig das Handy dadurch wird. Das Display wird 120 Mal die Sekunde aktualisiert und alles sieht unheimlich nice und flüssig aus. Fast alle großen Smartphone-Hersteller hatten in diesem Jahr ein Handy mit 120 Hertz, außer Apple. Apple hat es dieses Jahr nicht geschafft, bei einem Smartphone, welches über 1200 Euro kostet, damit meine ich das 12 Pro Max, ein 120 Hertz Display einzubauen. Alle, die jetzt sagen, ja, Apple konnte es doch machen, aber es ging nicht wegen 5G, ja, dann haben halt alle iPhone 12 User Pech, wenn Apple nicht kompetent genug ist, 120 Hertz und 5G gleichzeitig rauszubringen. Samsung schafft es ja auch. Außerdem hat es noch nicht mal 90 Hertz, es hat 60 Hertz. Alle iPhone-Modelle haben 60 Hertz. Das ist schon traurig, denn es gibt Smartphones für 300 Euro, die haben ein 120 Hertz Display. Voy a la playa, ya subió la marea. Was mich noch bei Apple aufregt, sind die verdammt hohen Preise für Speicherplatz. Das iPhone 12 bekommt man mit 64 GB für 870 Euro und die Variante mit 256 GB für über 1040 Euro. Das ist nicht nur bei den 12er Modellen so, sondern auch bei den alten iPhone Modellen. Die iPhones hatten immer wenig Speicherplatz und wenn man es aufrüsten wollte, dann musste man echt viel Geld dafür bezahlen. Es ist auch immer noch so. Das Huawei P40 Pro kostet 650 Euro und kommt mit einer Standardkonfiguration von 265 GB Speicherplatz. Apple ist echt geldgierig, wenn man sich mal anguckt, wie viel man bezahlen muss, um mehr Speicherplatz zu bekommen. Kommen wir mal zum Thema Akku bei Apple. Das iPhone 11 und 11 Pro hatten einen Netzstecker mit 5 Watt und das iPhone 11 Pro Max hatte einen Netzstecker mit 18 Watt. Das ist lächerlich, 5 Watt. Wisst ihr, wie lange man braucht, um sein Handy mit 5 Watt aufzuladen? Auf jeden Fall eine Ewigkeit. Und wenn man sich mal die Konkurrenz anguckt, dann war die zu jeder Zeit viel besser als Apple. Andere Smartphones kann man binnen 30 Minuten komplett aufladen. Die neuen 12er Modelle haben gar kein Netzstecker mehr dabei. Das ist auch so witzig. Ich habe dazu ein Video gemacht, wieso Apple das gemacht hat. Checkt es auf jeden Fall ab. So, kommen wir mal zum letzten Punkt, wieso ihr euch kein iPhone 12 holen sollt. Die Preise sind verdammt hoch und sehr stabil bei Apple. Das iPhone 12 kostet unglaubliche 870 Euro. Das ist so viel Geld für ein Smartphone. Das 12 Pro Max kostet über 1200 Euro. Wenn jetzt der eine oder andere rumschreit und sagt, Samsung kostet doch genauso viel, das stimmt, aber Samsungs Preise sind nicht so stabil wie bei Apple. Man bekommt ein Samsung Handy nach ein paar Monaten schon für wenig Geld. Und gerade hat Samsung Angebote auf das Note 20 Ultra. Es kostet nur 900 Euro. Würde Apple so etwas machen? Niemals. Es gibt noch viele negative Punkte, die man aufzählen kann. Aber Freunde, guckt euch auch das Video an, wieso ihr euch ein iPhone 12 kaufen sollt. Schreibt mir mal eure Meinung dazu, wieso man sich ein iPhone 12 kaufen soll oder nicht. So, das war's mit dem Video, Freunde. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das war's. Tschüss.